länger brauchen wahrscheinlich. Warum? Warst du schneller? Ah ja, stimmt, ich fahr schneller. Also will ich mal wieder anhalten. Kurz. Das heißt, ich soll nicht jetzt anfangen auch zum Mähen, sondern gleich... Ja, bist eh nicht lang pressen. Wie gesagt, ich bin erst in der dritten Runde, also. Tschüss. Ja, dann wünsch ich doch. Warum? Nein. Also ich bin mich rausgetappt, das hat sich jetzt gar nicht gemacht. Du mit? Mhm. Das ist lang. Aber ja, du könntest dann mal pressen. Wenn du dann mit dran bist, verkaufen. Vielleicht geht sich ja der Wickler dann schon mal aus. Und dann könnten wir gemeinsam weitermähen. Dann könntest du pressen und ich könnte zum Wickeln anfangen. Alter. Ich muss nochmal kurz den Computer runterfahren. Na, leiwand. Ich hab gar keinen Bock auf Alex, glaube ich. Das ist eigentlich meine vierte Runde, oder? Fällt mir gerade. Das ist gar nicht die dritte. Habe eine Angelung. Die vierte. So, aber jetzt hoffe ich. Aber jetzt hoffe ich. Hast du ein neues Headset, oder? Ja. Weil du immer Probleme hast mit dem.
Ja. Ball muss mir kaufen und dann hin. Was? Nochmal? Hallo? Ja. Da jemand? Bist du hier? Bauer Bertel, gib mir ein Zeichen. Hallo, hörst du mich? Ah, jetzt. Passt. Würdest du einmal die Ballen machen? Jetzt dann einmal schauen wegen der Maschine. Hast du ein neues Headset? Nein, eigentlich nicht. Den Ballenwickel um 15.000 haben wir gesagt, oder? Mhm. Na gut, auf ein neues. So, hallo Leute, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe. Ja, von? Landwirtschaftssimulator. Mit dabei ist der liebe Enning. Stimmt nicht. Der Bauer Alex. Stimmt. Weißt du, bei mir beim Computer passieren immer Sachen, die sollten gar nicht passieren, also. Ja, aber wenn du das paar Mal eben schon Probleme gehabt hast, ist auch da. Na sonst, jetzt weiß ich, dass ich das umschalten muss extra nochmal im Minusmenü. Warum auch immer, schaltet es sich immer auf die Soundkarte statt aufs Headset. Das habe ich im Griff. Also das weiß ich, wenn ich es umschalten muss, aber das war jetzt neu. Aber nee, auch komisch. Nein. Wo du es als Standardgerät eingegeben hast? Obwohl ich was hab? Als Standardgerät eingegeben hast? Ja. Was? Alter! Alter, bist du deppert? Hörst du mich? Ja. Hörst du mich? Nein. Okay, was ist da los, verdammt? Ich hab gar nicht. Alter Vater. Das ist nicht zum Ertragen, wenn das umschwenkt. Das ist. Hat bis jetzt alles funktioniert und jetzt auf einmal nicht. So, Kopfhörer ist ausgewählt. Ich hab keine Mittagspause. Ja, aber ich habe ja noch nichts gekackelt. Also kannst du euch Mittagspause machen. Könnt ihr da bitte die Tür zumachen? Es zieht. Der Sturm halt. Vom Stall fällt es eine.
da hoffen wir, dass es jetzt geht. Ja, fick dich, Alter. Und dass es im Spiel vielleicht gar nicht draußen, sondern im Spiel umstellt? Und hast du im Menü noch einen Sound? Aber jetzt redet er gar nicht mit mir. Ich glaube, er hasst mich jetzt. Was soll ich sagen? Bauer hat gesagt, der fährt ne Rund. Oh, Ladio. Sein Deutsch und er, die waren so schwer. Oh, Ladio. Hat er Blicke? Oh, Ladio. Trotzdem hat er gesagt, Lario. Wir fahren so schnell und hin und her. Lario. Wir fahren so schnell mit Deutsch. Das fällt uns gar nicht mehr. Hörst du mich, Alex? Nein, ich rede jetzt auch einfach nicht mit dem auf der anderen Leitung. Okay. Ist nur fair. Weil der Kurtl hat recht gehabt. Der hat schon gesagt, hol dir nicht die billigen Hilfskräfte. Aus dem Ausblock. Oh, schau, was hast du noch gesagt? Übrigens, ich bin jetzt schon in meiner fünften Runde, also du kannst irgendwann anfangen zu pressen. Tief Luft holen und pressen, sagen sie immer. Ich habe eigentlich gefragt, hast du im Menü dann immer Sound und dann ist er weg oder wie? Ich hab dir das geschickt, wie das klingt dann. Achso. Achso. Das hat eine andere Geräuschkulisse dann. Ja, ich. Wirklich ganz anders. Also nicht zum Aushalten, ne? Ich hab ganz normal Sound und alles und auf einmal schwenkt's um. Bist du am Rauschen? Aber bei mir ist es urlaut. Also, wie gesagt, man halt das kaum aus. Warte, ich lese euch mal den Chatverlauf vor. 18.35 Uhr, ich kriege ein Bild von einem Traktor. 18.36 Uhr, ich kriege einen Song von Resi. Ich hole mit dem Traktor. 18.36 Uhr, antworte ich, geh du jetzt mähen. 18.38 Uhr, ich komme bald. 19.08 Uhr, und es liegt noch immer kein Ballen. Oh ja, es liegt ein Ballen im Feld.
Und es liegt ein Bein am Feld. Ich muss da ja einen Vorsprung geben. Also ich wollte mit einem Traktor fahren. Ja. Mhm. Aber ich fahre ja Ego-Ansicht. Ich weiß nicht, ob du Ego-Ansicht fährst. Nein. Aber das Ego kann, ist schlimm. Oder das ist ja sehr urschlimm, Alter. Ja. Da wird ja mein Gehirn deppert, Alter, wenn das Lenkrad rechts ist. Ich sehe den rechten Reifen nicht. Also bin ich jetzt weitergefahren mit ihm. Ah ja, zu meinem Fail gestern, ja. Ah ja, stimmt. Ich fahr Strecke nach Wien. Mhm. Auf einmal steht Polizei bei der Ausfahrt. Weiter unten steht noch ein Polizeiauto. Abgesperrt, ja. Navi hat aber gesagt, ich muss dort runter. Habe ich gedacht, okay, ich fahr geradeaus in die nächste Ausfahrt. Sagt mir Navi auf einmal, ja, 135 Kilometer habe ich jetzt dazu bekommen. Hm? Bin nach Wien. Bist du dem Navi gefolgt wieder? Ja. Okay, und das Navi hat dich einfach im Kreis geschickt und du warst wieder dort. Ja, genau. Ja. Und dann bin ich dort runtergefahren. Hab fast den LKW ruiniert. Hab das Auto touchiert, das eh schon kaputt ist. Hab die Polizei touchiert. Na dann. Keine Strafe gekriegt. Du hast nichts bekommen für das? Nein. Sicher? Ich glaube nicht. Wobei man sagen muss, dass die Strafen, man sieht, die ist recht nicht gut. Achso, hast du das Fenster die ganze Zeit an rechts? Wahrscheinlich wegen der Navi. Das Fenster rechts. Ja, habe ich. Okay. Ich habe das nicht an, bei mir ploppt das dann immer auf, wenn irgendwas ist. Es ploppt nur ganz kurz auf. Ja, bei mir ploppt das ganze Fenster auf, weil ich das Fenster an sich nicht habe. Warst du ohne Navi? Ich habe das Navi im LKW. Aber ich bin schon zwei Strecken ohne Navi gefahren auch. Ich fahr ja auch. LKW fahre ich in Ego. Ja, aber ich habe das eingebaut im LKW. Ach so. Mein Navi, ich habe mir das einbauen lassen. Ich habe das rechts manchmal nur, weil ich schauen will, die Informationen oder so. Ah, okay. Kann man eigentlich dort sagen, alternative Route? Du kannst deine Routen selber planen. Ah, okay. Ich mache das manchmal. Weil der Uhrdreck, er hat mich durch ganz Wien geschickt, hat mich... Kommt noch immer darauf an, wie du das Navi eingestellt hast. Ob du den schnellsten Weg, den besten Weg und ich weiß gar nicht, was da noch gibt. Ah, okay. Das habe ich alles so, wie es Standard ist. Ich habe immer eingestellt den besten Weg, aber ich schaue mir das meistens an vom Abfahren, wie wir ungefähr fahren. Mhm. Dass ich auch einen Plan habe. Ja, und zum Beispiel, wenn ich irgendwas sehe, wo ich mir denke, okay, ich fahre mal so. Dann plane ich ein bisschen um die Route. Ja, genau, bei Freifahren kann ich nicht, weil Beispiel, ich keine eigenen LKW habe. Zum Beispiel, wie ich nach Barcelona gefahren bin, von Finnland. Mhm. Nach Finnland bin ich gefahren über Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland. Okay. Wenn ich so rauf kann. Mhm. Retour bin ich aber dann anders gefahren, da bin ich nach Helsinki rüber gefahren. Und dort mit der Fähre nach Deutschland, das hat mich 2300 gekostet. Aber ich habe mir 1200 Kilometer gespart dadurch. Ja, und von Deutschland dann runter nach Barcelona. Aber so ist cool. Einmal habe ich schon Regen gehabt. Einmal bin ich gestraft worden, weil ich über die Grenze gefahren bin ohne Licht. Aber ist so geil von den Distanzen. Das ist lustig, ja. Vor allem wenn du die Orte kennst, in Wien zum Beispiel, ist das ziemlich lustig. Schwächert. Nächste Abfahrt, SCS. Das ist genauso, du fährst, wenn du in Wien in der Stadt fährst. Ja. Fährst du Schönbrunn vorbei. Ja, Schönbrunn vorbei. Mhm. Und 100 Meter weiter Urania. Mhm. Ist mir auch aufgefallen. Und man fährt bei dem ÖMTC bei Schwächert vorbei. Achso, das habe ich noch gar nicht geschaut. Ist halt nicht der ÖMTC, aber. Ja, aber es wird zwar schon. Und ich wollte schon bei der Tankstelle tanken, ich fahre hin zur Tankstelle, geht nicht. Stieb zurück, fahr fast an. Ich weiß gar nicht, ob man einen, also nicht einen eigenen tanken kann. Ich habe immer nur einen halben Tank drinnen. Wirklich. Aber ich würde eh nicht tanken. Erstens muss er dafür zahlen.
zahlt mir die Firma, nehme ich an. Das weiß ich nicht. Die Mods haben sie mir auch gezahlt. Ja, aber die ist in der Strecke. Weißt du, wenn du eh genug Tank für die Strecke hast, weiß ich nicht, ob sie den Tank zahlt. Ah, okay. Ist einfach, das ist die Uhrrunde. Ja. Und da habe ich einen auf Sears gehabt, Alter. Fahrt ein LKW die ganze Zeit in der mittleren Spur und statt dass er in die rechte fährt, Alter. Ich habe ihn dann rechts überholt. Tempomat ist super. Ja, stimmt. Aber der LKW geht nur 90. Das ist vom Spiel. Das musst du aussteigen. Das Spiel drosselt dich runter auf 90. Der LKW wird sicher schneller. Spiel drosselt mich. Mhm. Alter, wieso das? Wahrscheinlich, dass du nicht für Anfänger, die das nicht wissen, im Vollgas fahren, nicht so hohe Strafen kriegen. Weil desto schneller du fährst, desto höher die Strafe. Also ich bin durch Österreich durchgefahren und habe eine 7500 Euro Strafe bekommen. Eine Strafe oder insgesamt? Eine. Bin 130 in der 70er Zone gefahren. Mit dem LKW. Und die Navi-Ansage ist manches Mal nicht schlüssig, Alter. Ich hab die Navi-Ansage gar nicht an. Die nervt mich, die Frau. Die hat mich früher schon genervt, die hab ich gar nicht angemacht. Fahren Sie die rechte Ausfahrt raus. Ich fahr die rechte Ausfahrt raus. Alternativroute wird berechnet. Ja, nein. Was ich bei dem Navi, das ist nämlich neu jetzt. Weil die ändern ja ab und zu auch die Strecken oder bauen was um oder... Früher bist du zum Beispiel in Wien Handels-G gefahren. Hast du Millennium und so gehabt. Oh, das gibt's nicht mehr? Nein, das gibt's nicht mehr. Schade. Die tun das immer optimieren, ändern und so. Früher hattest du in Hamburg zum Beispiel nichts. Und jetzt hast du den Hamburger Hafen eingebaut zum Beispiel. Mit dem Tunnel und so. Mhm. Lauter so Sachen. Aber... Kann Aidens klappen mehr, Alter. Nein. Aber manchmal bei Kreuzungen, du hast ja diese Pfeile, die geben dir eigentlich an, wann du Spur wechseln musst. Aber ich finde, die sind am Navi manchmal, vor allem sind sie zu spät dann, wenn du sie deutlich siehst. Ja. Und wenn dann ein LKW fährt oder so, kommst du nicht mehr rüber und das ist dann wirklich scheiße. Ich habe auf der Autobahn mal abgebremst auf 10 km/h. Ja. Gott sei Dank ist hinter mir keiner gekommen. Darum schaue ich mir das immer ein bisschen vor an, wo muss ich hinfahren, da merke ich mir immer so die paar Ortschaften. Also die paar Städte. Zum Beispiel wusste ich eben, wenn ich dann von Travemünde runtergefahren bin, habe ich mir gemerkt, okay, ich fahre jetzt Richtung, was war das erste? Lüttich. Von Lüttich runter nach Luxemburg, von Luxemburg nach Straßburg, von Straßburg nach Dijon, von Dijon nach Montpellier und so habe ich mir das halt gemerkt dann. Mhm. Da habe ich mir den Schild ein bisschen... Aber das muss ich mir echt anschauen. Ich habe da... investieren können, eben in Punkte, dass ich so Gefahrenguttransport oder so machen kann. Ja genau, und da gibt es aber auch, bei Anfahrt gibt's. Ist das im oberen? Weil die unteren habe ich alle nicht freigeschaltet. Ich habe nur das erste Feld frei. Das kann nicht sein, dass du nur das erste Feld frei hast. Die anderen sind ausgegraut. Aber beim ersten hast du eben ja diese Lizenzgüter, was du brauchst. Im zweiten hast du, glaube ich, Fernfahrten. Im dritten waren. Was hast du im dritten? Zerbrechliche Ware. Vielleicht wird das erst ab einem gewissen Level freigeschaltet. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich habe, glaube ich, wirklich gleich auf Fernfahrten, dass ich mir eben aussuchen kann, wo ich hinfahre. Ja, wann war das? Ich habe begonnen im Urlaub vor. Aber. Ach so, okay. Ich habe ja komplett neu gestartet im Urlaub. Ach so. Das ist jetzt wirklich die YouTube-Firma, kann man sagen. Ich hoffe, dass wir nicht den gleichen Namen haben. Weiß ich nicht, ich weiß jetzt, ehrlich gesagt, weiß ich jetzt gar nicht, wie man heißt, nachdem das so selten vorkommt. Ich habe genommen Metze Transport Incorporated. Da habe ich sicher was anderes. Okay. Ich habe Metze Logistik irgendwas. Ah.
Was holst du dir als erstes für einen LKW? Hast du die Basis in Wien genommen? Also deine Haupt? Ja. Wo hast du genommen? Ja, eh auch Wien. Eh auch Wien. Ja, Wien, Linz und Salzburg bin ich gerade. Wien, Linz, Salzburg. Ne, in Wien habe ich einen in Linz und in Salzburg. Ach so. Ich habe schon 3 Garagen. Oh, das heißt, du hast lauter Angestellte, die fahren? Genau, ich habe 3 Garagen, 11, also 12 LKW und 11 Fahrer quasi. Ah, okay. Und ich fahre noch immer mit meinem Anfangstruck. Ich habe gesagt, ich kaufe mir erst einen neuen Truck, wenn ich mir richtig so einen geilen aufgemotzten holen kann. Ich glaube, ich habe schon 40.000 Kilometer auf den oben. Ich bin gespannt, wann ich dich mal überrund oder so. Sehe dich da nicht einmal, du musst irgendwo hinterm Berg sein oben. Ich bin gerade oben in die Kurve gefahren. Ah, ich sehe dich gerade, ja. Ich bin gerade ganz unten und fahre gerade die Kurve nach rechts. Aber du fährst schneller, oder? Wie viel schnell fährst du? 12. Also wenn die Rechnung stimmt, haben wir uns ausgerechnet am Anfang der Folge 25 Ballen. Sieh fast das ganze Feld dann. Nein. Müsstest du in einer Runde fast 10 Ballen machen? Na. Weil wir hatten in einer Runde. In einer Runde habe ich 3 oder 4 Ballen rausgehauen. So wenig nur? Ja. Ja, oh ja, ja, stimmt. Na, dumm gerechnet, ja. Mit 3 Runden müsstest du 10 Ballen machen. So war der Rechnung. In einer Runde war ein Ladewagen voll. In den 3 Lederwegen sind 10 Ballen ungefähr, so war die Rechnung. Also ich glaube schon, dass wir noch ein paar Ballen noch Blasch machen können. Nur genug Wiese übrig. Aber ich habe gesehen, Standard LKW fängt bei 100.000 an. Warte mal. Also ich habe erst einen Händler aufgedeckt, ja? Den Iveco-Händler, der gleich bei Wien halt. Nein. Genau gegenüber von der Garage ist ein Händler. Echt? Ja. Nein. Wie ich in Bratislava war ich dort beim Händler. Und irgendwer schreibt dir, glaube ich, sogar eine E-Mail immer am Anfang, wo es auch LKWs gibt. Ich muss auch einmal bewusst hinfahren, dort wo die Fragezeichen sind. Ab und zu mache ich das. In so Städten. Eine Runde in der Stadt fahren. Aber das Einparken ist urschwer. Das mache ich nicht in Ego. Oh, hier schon. Weil du siehst ja auch nicht die Markierung eigentlich. Gar nicht. Ob du jetzt richtig stehst oder nicht. Hier siehst du die Markierung. Der wird auf den einen Stück der Plagg, dass ich mit 5 km/h rauf. Aber ja, ich hab's eben so viel Standard angestellt eben. Weil beim Abladen, du wirst es eh wissen, du fährst immer hin, dann musst du da drücken, dass du abladen willst. Dann sagt er dir, hey, was willst du, wie willst du abladen? Genau. Ja, das habe ich zum Beispiel gar nicht eben. Aha. Weil ich habe mir fix diese 90 kp, glaube ich, kriegst du eingestellt. Das heißt, ich fahre dorthin, ich habe schon meinen Parkplatz, also ich fahre gleich rein in die Firma und tu schon abladen dann dort, wohin kann. Was, du kriegst da fix die IP ohne, dass du einparken musst? Vielleicht. Oh ja, ich muss, aber ich habe schon den Parkplatz quasi. Ich muss nicht extra stehen bleiben, sagen, hey, ich will so einparken. Ach so. Ich habe das Spiel eingestellt, dass ich immer das auswähle. Dadurch sagt das Spiel, okay, passt. Ah, okay. Ja,
aber du bist ja noch am Anfang beim Arkpacken. Da gibt's Firmen, hörst. Puh, da wo einparken ist manchmal. Also ich hatte eine Yacht und die musste ich nach hinten den Hof schieben. Mhm. Also ich bin eigentlich gerade reingefahren, ich Trottel. Dann durfte ich nochmal rausschieben, wenn man nicht umdrehen konnte. Da muss ich trotzdem umdrehen und dann nochmal alles zurückschieben. Das Zurückschieben ist hart. Weil du musst ja dann auch viel bisschen berechnen, gerade diese. Es gibt ja manche Lieferungen, die müssen pünktlich sein. Also man meint, es müsste jeder, aber manche sind halt wirklich knapp berechnet. Mhm. Und da musst du dann auch aufpassen, wann machst du Pause. Und das habe ich auch noch nicht gesehen, wann ich welche Lieferung liefern muss. Warum nicht? Hast du nicht angeschaut oder was? Oh, das ist auch in dem Menü. Du hast Navi, dann hast du die Info, was lieferst du, wohin lieferst du, wann muss es dort sein, wann musst du Pause machen. Dann hast du... Ja, du musst eh noch keine, weil du jedes Mal resettet wirst. Dann hast du den Abschleppdienst und alles. Und dann hast du eh nichts Interessantes. Interessant sind eh nur die Felder, die zwei. Mein Navi habe ich im LKW. Du bist, ich habe alles Standard voreingestellt, wo ich das Navi auch da habe und so weiter. Ja, ich habe mir ja schon alles super eingestellt. Ich glaube, da wird bald eine Reparatur fällig. Der ist schon mal schneller rauf kann. Aber wie gesagt, so mit dem Tasten und so, ich habe ja alles belegt mit den Joysticks und so. Mhm. Am Lenkrad und am Sideboard quasi. Gut, ja, wenn du mit Lenkrad und so weiter fährst, dann ja, hat man mehr Möglichkeiten. Ja. Muss man zum Beispiel merken, wo das Scheibenwische ist auf der Tastatur. Scheibenwische ist bei mir Viereck. Dreieck Wamplinganlage, Viereck ist Scheibenwischer, gleichzeitig auch ändern. Kreis ist Licht, X ist Fernlicht. Tempomat habe ich noch auf L3 und eben auf Plus und Minus. Erhöhen und erniedrigen. Absatteln habe ich R3, R2 habe ich R2, Handbremse, Motor starten am Enter-Knopf, am Startknopf vom Lenkrad, oder komplett falsch gefahren. Ich sehe jetzt. Ja, Blinker habe ich hinten, eben, auf die Wippen. Mhm. Ja, und am Sideboard habe ich eben auf die 6 Schalter das ganze Menü. Und dann für den LKW, Reset-Knopf, LKW-Navi. Was habe ich dann noch? Ich habe mich jetzt auch schon gespielt mit dem den Reifendruck und so, habe ich auch da. Mhm. Und Fenster runter, Fenster rauf habe ich da belegt. Das habe ich da, glaube ich, gar nichts. Der LKW-Sound klingt urarsch, finde ich. Von wem? Vom LKW. Von welchem? Weiß ja nicht, welcher du schon gefahren bist. Starter LKW. Was ist Starter? Du kriegst ja immer einen anderen LKW. Ach so. Er sagt, er fahr den Ego und dann sagt er,